Es ist Samstag und wir sind wieder außer Rand und Bank. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Außer Rand und Bank der VR-Bank Südpfalz. Wir quatschen hier entspannt über Finanzthemen und Interessantes außerhalb der Bank. Zum Beispiel über Pfälzer Lifestyle oder mit Menschen aus der Region. Wir können Hochdeutsch. Babbeln aber amo pelzisch. Mein Name ist Nicole Paul. Und ich bin Joshua Wurm. Heute begrüßen wir den ersten Vorsitzenden der Motorsportvereinigung Herxheim, kurz MSVH. Gegründet wurde dies im April 1929, also vor 95 Jahren. So lange bist du aber noch kein Vorsitzender. Aber trotzdem schön, dass du heute da bist und uns etwas über die Motorsportvereinigung, über Speedway und vor allem über das bevorstehende Highlight des Jahres, das legendäre Sandbahnrennen in Herxe, erzählst. Herzlich willkommen, Marco Hammer. Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich zu dem Podcast eingeladen worden bin von der VR-Bank Südpfalz und bin auf die Fragen gespannt, die ihr für mich vorbereitet habt. Und ja, dann können wir loslegen. Wir sind auch sehr gespannt auf die Antwort. Absolut. Auf jeden Fall. Und zum Auflockern, wie bei jedem Gast, unsere schnelle Entweder-Oder-Fragen. Dorfkind oder Stadtmensch? Dorfkind. Gold oder Silber? Silber. Pfälzisch oder Hochdeutsch? Eher pelzisch. Gut. Schokolade oder Chips? 50-50. Camping oder All-Inclusive? Camping. Wein oder Bier? Wein. Bar oder mit Karte? Bar. Speedway oder Langbahn? Langbahn. Okay. So, ganz kurz zur Erklärung. Speedway bezeichnet einen Motorrad-Rennsport, der auf abgesperrten Ovalbahnen gefahren wird. Besonders erfolgreiche Nationen sind Polen, Australien, Dänemark, Vereinigte Königreich, Schweden, Vereinigten Staaten und Deutschland. Die Motorräder müssen mindestens 80 Kilo wiegen, haben keine Bremse, hat mich etwas entsetzt, als ich es gelesen habe, und nur einen Gang. Die Motoren sind 500 Kubik Einzylinder Viertakter mit Methanol als Kraftstoff. Und auf den Geraden werden Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h erreicht. Gibt es noch irgendetwas zu ergänzen, um jemanden, der den Sport nicht kennt, ein bisschen abzuholen? Liebe Nick, das war perfekt. Ich könnte es nicht besser beschreiben. Nee, ist tatsächlich so. Auf den Geraden tatsächlich 130 Stundenkilometer, wobei beim Speedway zu ergänzen, hat man eine sehr kurze Bahn, in Herxheim zum Beispiel 283 Meter. Und da kommt man nicht zu sehr auf die schnelle Spur, sondern eher im Drift. Das heißt, die Kunst ist im Drift komplett die Bahn zu umrunden. Meistens sind es 3 bis 4 Runden. Und ich finde sogar Speedway spannender als Langbahn, weil es doch sehr hitzig ab und an zugehen kann. Und beim Speedway finde ich tatsächlich, dass es eher spannendere Rennen sind als beim Langbahn. Wie ist man da drauf gekommen, Sport, also einen Motorrennsport zu erfinden ohne Bremse? Also das ist so froh, wo ich mich gestellt habe. Ich würde mich niemals trauen, mich auf ein Gefährt zu setzen und einen Sport zu machen, wo ich weiß, das kann ich gar nicht bremsen, du musst ja die Technik halt beherrschen. Ne? Korrekt, genau. Also es war tatsächlich früher der Fall, dass Bremsen verbaut waren. Aufgrund der Unfallgefährdung hat man das tatsächlich dann wieder revidiert. Und es ist tatsächlich so, es ist die Kunst, auf der Geraden bzw. dann in der Kurve mit dem Gas so zu spielen, dass man in den perfekten Drift kommt, damit man die Kurve mit maximaler Beschleunigung nehmen kann, um dann aus der Kurve heraus wieder beschleunigen zu können, um dann den optimalen Speed zu bekommen und Grip, um dem Verfolgerfeld davonfahren zu können. Ja. Was hat dich persönlich dazu inspiriert, sich für den Motorsport zu engagieren, oder wie bist du Vorsitzender des Vereins geworden? Das war vor genau 10 Jahren, also exakt vor 10 Jahren bin ich Mitglied geworden. Allerdings ein Jahr zuvor hat mich der damalige zweite Vorsitzende angesprochen. Hör zu, du machst IT. Ja, mache ich. Wir haben dann WM-Finale. Wir brauchen eine IT-Infrastruktur. Und dann habe ich gesagt, du fragst mich jetzt eine Woche vorm Rennen, eine IT-Infrastruktur aufzubauen. Spannend. Ich habe es versucht mit den möglichen Mitteln,
in der Kürze der Zeit ein entsprechendes adäquates System aufzubauen, was natürlich nicht machbar war in der Kürze der Zeit. Lief eher schlecht als recht, sagen wir es mal so. Die FEM hat dann gesagt, also es ist der Dachverband, der quasi diese Veranstaltung ausrichtet, hat dann gesagt, ha, das war doch toll. Und für mich habe ich mir auf die Fahne geschrieben, sage ich, das nächste Jahr, 2014, machen wir sowas nicht mehr. Dann machen wir es richtig. Und in 2014 habe ich es dann richtig gemacht, bin in den Verein eingetreten und habe dann ein entsprechendes Netzwerk konfiguriert, aufgebaut. Und die FEM war sichtlich begeistert, was für eine Infrastruktur wir innerhalb eines Jahres realisieren konnten. Und seither habe ich die Infrastruktur weiter ausgebaut. Wir haben jetzt mittlerweile 200 Megabit auf unserem Schiedsrichterturm. Also von dem her, die Internetgeschichte braucht man ja immer und immer wieder. Und aus dem Grund haben wir das quasi zur Aufgabe gemacht, dort eine entsprechende Infrastruktur, die WM-tauglich auch ist, aufzubauen. Aber nicht nur IT-seitig, sondern auch um die ganze Bahn. Und dann wird man erster Vorsitzender als Belohnung. So einfach war es dann doch nicht, erster Vorsitzender zu werden. Ich war dann jahrelang in der IT in Organisation, bis ich dann schlussendlich 2020, Corona, zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Habe dann den damaligen zweiten, der 8 Jahre lang zweiter Vorsitzender war, abgelöst. Und Corona hat uns Folgendes beschert. Wir haben 2 Jahre kein Rennen fahren können. Und was auch davor noch war, die Geschichte mit dem Brand von der Tribüne, was ja auch noch uns ein Stück weit zu kämpfen gegeben hat. Das heißt, 2015 ist ja die komplette Tribüne, war die komplette Tribüne, stand ja in Flammen. Ist das geklärt, und wie das passiert ist? Das hat man in dem Zuge dann auch nicht mehr in Erfahrung bringen können. Es muss wohl ein technischer Defekt vorgelegen haben, aber mehr weiß man da tatsächlich nicht. Und in dem Zuge wurde dann auch das Tribünengebäude sukzessive renoviert. Und in dem Zeitraum quasi, wo ich dann IT und Organisation war, habe ich dann das Ganze strukturiert aufgebaut und wurde dann quasi 2020 zum zweiten Vorsitzenden gewählt, wie schon anfangs erwähnt. Und aufgrund Krankheit vom ersten Vorsitzenden war ich sofort nach meiner Wahl zum zweiten Vorsitzenden 2020 interimsmäßig 1 und 2. Und habe dann den Verein quasi durch die Corona-Zeit geführt und wurde dann 2022 zum ersten Vorsitzenden der Motorsportvereinigung Herxheim. Und seither führe ich den Verein in dem Sinne als erster Vorsitzender. Nächste Woche startet die sogenannte Rennwoche. Und an Christi Himmelfahrt, also nächsten Donnerstag, ist das legendäre und über die Südpfalz hinaus bekannte Sandbahnrennen. Die erste von 5 Veranstaltungen zur Langbahnweltmeisterschaft. 15 Fahrer aus 7 Nationen treten an, um die ersten Punkte zur WM zu sammeln. Welche Bedeutung hat das Sandbahnrennen für euch als MSVH und die Region, in der es stattfindet? Ja, und was natürlich auch noch interessant ist für die Region, also gerade ich bin so aufgewachsen mit meinem Vater, dass Christi Himmelfahrt, Vatertag, ne, das ist natürlich auch so das Event an Christi Himmelfahrt ewig ist. Und für meinen Vater und seinen Freundeskreis war jetzt, sage ich mal, dass es eine WM war, ne, der Weltmeisterschaftsstatus war jetzt gar nicht wirklich so wichtig. Ne? Es war eher das Event an sich. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ich denke, das ist dir ja auch bewusst, oder? Ja, das ist richtig. Also Christi Himmelfahrt und Sandbahnrennen, das gehört einfach zusammen. Herxheim ist der Austragungsort und ist quasi, es ist Volksfestcharakter. Das heißt, wir haben ja mittwochs die Qualifikationsläufe gehabt, beziehungsweise die Trainingsläufe von der WM-Fahrer, von den Seitenwagen, von den internationalen Soloklassen. Und dann steigt ja das bekanntliche Sommernachtsfest noch an dem Abend, Mittwoch auf Donnerstag. Ja, es ist eigentlich ein Volksfest-Flair. Und tatsächlich, wenn man so durch die Runde geht, also ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, habe mir die Zeit genommen, auch wenn ich sie nicht habe, aber ich wollte sie mir nehmen, bin einfach mal außen rum und habe einfach so quer durch die Runde gefragt, und wie findet ihr es? Wie ist es so? Wie ist das Feeling? Oh, super, Bier ist toll, Essen ist toll, alles toll. Und wer fährt?
ist doch egal, ist toll, tolles Wetter, alles gut. Also tatsächlich, so wie du sagst, es weiß eigentlich keiner, wer da fährt. Und außer bei Gerd Riss. Außer bei Gerd Riss, genau, wenn man dann fragt, und wer hat gewonnen? Gerd Riss. Also es, wenn man fragt, wer hat gewonnen, es war immer Gerd Riss, auch wenn es nicht so war. Es gab auch mal andere Gewinner außer Gerd Riss. Und von dem her ist es trotzdem für mich ein als Nicht-Herxheimer, ich komme ja ursprünglich nicht aus Herxheim, sondern bin ja zugezogen, durfte ich das erstmal als Außenstehender kennenlernen und dann als Vereinsmitglied kennenlernen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ja nicht mehr wegzudenken. Ich meine, wenn ich daran zurückdenke, wir hatten jetzt auch das Langbahntraining, die Eröffnung, wenn da die Motoren aufheulen und man riecht das Methanol und alles. Das ist eigentlich aus Herxheim nicht mehr wegzudenken. Und wenn ich dann sehe, wie viele Wohnmobile das anreisen, wie viele Leute das da kommen, dass über 11.000, 12.000 Leute dieses Event besuchen, finde ich das echt toll und schön, dass man hier was geschaffen hat, wo quasi so eine Art Familientag auch, wie soll ich sagen, realisiert werden kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Du hast mir jetzt viel vorweggenommen, trotzdem möchte ich es nochmal skizzieren. So ein typischer Renntag, es ist laut, es ist staubig, es riecht nach Methanol, der Scholle und die obligatorische Rennbrotwurst schmeckt. Oft gibt es den ersten Sonnenbrand des Jahres, mit dem man dann nach Hause geht. Es wird rund um die Strecke gefeiert, auf Klappstühlen oder auf der Wiese sitzend. Ob jung, ob alt, alle sind gut gelaunt. Jubeln, wer auch immer gewinnt, haben Spaß. Und in vielen Familien ist ja der Besuch vom Sandbahnrennen wirklich seit Jahrzehnten eine Tradition. Was ist der oft zitierte Kurvengeschmack von alledem? Was ist der Kurvengeschmack? Also ich betitel es immer als, es gibt Rennbrezel, sagen wir auch, und eine Scholle dazu. Das ist im Prinzip der Kurvengeschmack in Verbindung mit dem Sand, was dann auf dem Brezel und auf der Scholle ist. Das ist quasi dieser besagte Kurvengeschmack, weil das Knirschen zwischen den Zähnen, wenn man dann was trinkt, so, okay. Das ist quasi das Legendäre an dem Kurvengeschmack. Und so ist es, glaube ich, auch entstanden, weil wenn man in einer Kurve sitzt und sehr nah an der Strecke sich befindet, wobei sehr nah ein weit gedehnter Begriff ist. Also ich glaube, das weiteste oder das nächste ist 25 Meter zur Bahn. Trotzdem fliegen die Sandpartikel weit ins Publikum hinein. Man sieht es immer, wenn es richtig schönes Wetter ist. Da hilft auch kein Wasserfahren oder wie auch immer. Nach zwei Runden oder drei Runden ist dann schon wieder der Staub da. Also von dem her, ja, das ist der obligatorische Kurvengeschmack. Was ich mich auch gefragt habe in der Beziehung, die Nick hat es ja schon in der Einleitung erwähnt, dass der Verein, das es schon seit 1929 gibt, seit wann also hat sich das Sandbahnrennen etabliert und warum Christi Himmelfahrt? Also gibt es da bestimmt Historie dahinter? Historie gibt es tatsächlich, weil das erste Rennen, Sandbahnrennen, hieß noch Erdbahnrennen. So. Und das war an irgendeinem Tag, nicht Christi Himmelfahrt tatsächlich. Und irgendwann war das tatsächlich so, dass der damalige erste Vorsitzende sich dann Gedanken darüber gemacht hat und hat gesagt, okay, da könnte man doch das tatsächlich als Event sehen, Christi Himmelfahrt. Und fortan war dann quasi das Christi Himmelfahrtsrennen geboren. Ja? Und ja, das hat sich so weit verfestigt und manifestiert, dass das eigentlich dann Kultstatus war. Ich meine, du hast einen Feiertag, du hast davor quasi einen Mittwoch, ein schönes Sommernachtsfest, was noch nicht, es ist schon einige Zeit, aber noch nicht so lange quasi ausgetragen wird oder gefeiert wird, kann man ja fast sagen schon. Zelebriert, genau, richtig. Ich meine, da sind auch Fahrer dabei und alles. Da kann man zumindest mal hautnah an den Fahrern auch sein. Und
Und das ist, glaube ich, das, wo sich dann auch das Ganze ein Stück weit ja, verselbstständigt hat und eingebürgert hat, kann man schon fast sagen, in Herxheim, dass sich das quasi an Christi Himmelfahrt sich so weit rauskristallisiert hat, dass es einfach ein perfekter Tag ist für uns. Mhm. Es ist perfekt zu organisieren. Man hat einen Feiertag, gut. Der Tag zuvor ist natürlich ein Stück weit schwieriger, auch für unsere Helfer. Ich meine, das ist ein normaler Arbeitstag, kriegt nicht jeder gerade mal so frei. Und von dem her ist es tatsächlich ja, ein sehr schöner Tag. Wir werden alle beneidet von außenstehenden Vereinen. Naja, Christi Himmelfahrt ist ein Selbstläufer. Nicht ganz. Gut, muss man sich auch erstmal erarbeiten, dass das jeder weiß, ne? Dass es so korrekt etabliert ist. Ne? Korrekt. Also es war damals mit über 35.000 Zuschauer, die wir hatten. Also ganz, ganz früher. Sind wir doch schon auf eine Zahl runtergebrochen, jetzt zwischen 11.000, 12.000. Gut, diese werden wir nie wieder erreichen, die 35.000. Das wäre Wahnsinn, wenn wir es wieder hätten, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Aber trotzdem ist es, ja, es ist einfach, ich sage es nochmal, Volksfestcharakter und einfach ein klasse Tag. Welche besonderen Highlights oder Überraschungen können die Zuschauer beim diesjährigen Sandbahnrennen erwarten? Beziehungsweise wird es wieder Show-Einlagen vom Rennmarschall geben? Wir haben tatsächlich ein Stück weit in diesem Jahr was Besonderes eingebaut. Da möchte ich auch gar nicht zu viel verraten. Die Zuschauer sollen sich überrascht fühlen und gespannt sein, was wir haben. Natürlich, unser Stadtmarschall Rüdiger Lavan wird natürlich wieder Stadtmarschall sein und man kann gespannt sein, welche Choreografien, ja. Und Choreografien ja. Er da wieder an den Tag legt. Mit Sicherheit wird er wieder seine obligatorischen verschiedenen Anzüge haben, WM-Lauf, internationale Rennen, damit man genau weiß, okay, jetzt ist wieder ein WM-Lauf beziehungsweise ein internationaler oder nationaler Lauf. Somit ist für den Zuschauer auch klar signalisiert, okay, Stadtmarschall hat eine andere Uniform an, sage ich jetzt mal. Ich gucke jetzt kurz die Joscha, wenn man es dann als Zuschauer sieht. Ja, ich habe das genau. Nicht gesehen. Wenn man es dann sieht, also ich glaube, bei verschiedenen Positionen auf den Stehrängen glaube ich schon, dass man es nicht sieht. Was mich auch noch interessiert ist, jetzt gerade als Verein, der das jetzt ausrichtet und organisiert, was für besondere Herausforderungen gibt es denn bei der Organisation und Durchführung von einem so großen Motorsport-Event? Gar nicht unbedingt nur im Motorsport, weil also ich denke jetzt selbst an meinen Verein, ganz viele sind in Vereine tätig, aber die stellen keine Events, wo über 10.000 Leute kommen auf die Bäh. Ich denke auch nur noch an Sandbahnrennen, wo es entweder mal 30 Grad war, aber es gab auch mal Sandbahnrennen, wo es extrem matschig war, wo ich auch wirklich kein sauberes Kleidungsstück mehr am Körper hatte, als ich heimgekommen bin. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen zu der Organisation und auch der Durchführung erzählen. Und Herausforderungen ohne IT, die klammern wir mal aus. Ja, tatsächlich. Also Herausforderungen gibt es jedes Jahr. Also es ist nicht so, dass es für uns ein Selbstläufer ist und sagt, ja, Sandbahnrennen, WM-Lauf 1, alles easy. So ist es tatsächlich nicht. Also wir müssen tatsächlich mehrere bürokratische Hürden nehmen. Allein Sicherheitskonzepte, Brandschutzkonzepte, Notfallkonzepte im DRK mit der Gemeinde müssen verschiedene Sachen abgestimmt sein. Dann mit der FIM müssen verschiedene Positionen besprochen werden. Es gibt sehr viele Sitzungen, die wir abhalten müssen, also vom VR, vom Vorstandsrat, wo wir die einzelnen Positionen dann auch besprechen. Was ist jetzt gerade aktuell? Was müssen wir jetzt als nächsten Step tun, damit es mit dem nächsten Step weitergeht? Werbung, sei es auf Website, Facebook, Instagram oder auch die Plakatierungen, die wir da haben. Das muss alles organisiert werden, muss alles gemanagt sein. Es müssen die aktuellen Daten da sein. Wir brauchen das entsprechende Fahrerfeld. Wir brauchen ein entsprechendes Heatschema. Wir brauchen ein Programmheft. Wir brauchen Lautsprecheranlagen. Wir brauchen einen DJ für die Durchsagen für die Events. Wir brauchen einen Stadionsprecher, also sprich, der die Rennen auch kommentiert.
Das ist für uns tatsächlich dieses Jahr eine Herausforderung gewesen, weil unser Stadionsprecher, den wir seit über 45 Jahren hatten, Thomas Schiffner, leider letztes Jahr verabschieden mussten in seinen wohlverdienten Ruhestand. Da war es natürlich für uns die Herausforderung, wen nehmen wir jetzt als Stadionsprecher, was keine leichte Aufgabe ist. Wir mussten tatsächlich tief in die Trickkiste greifen, weil Stadionsprecher sind echt rar in der Szene. Hätte es KI lösen können? Da müssten sie tatsächlich alles wissen über den Fahrer, wann hat er zum letzten was gewonnen oder nicht gewonnen. Also man muss sehr viel Hintergrundwissen zu den Fahrern auch haben. Okay. Und ob da eine KI mithalten kann, mal sehen, vielleicht. Spannend wäre es auf jeden Fall. Aber wir konnten dann trotzdem einen Sprecher organisieren und sind auch froh drum, dass wir ihn gefunden haben. Ja, es gibt viele Hürden, auch die entsprechenden Absperrungen zum Sandbahnrennen, ja, die ganzen Ehrengäste anzuschreiben und so weiter. Gut, ich habe jetzt im ersten Step natürlich, Achmo, wenn ich jetzt die ganze Sache höre, die du jetzt aufgezählt hast, an die Helfer, also überhaupt die Anzahl der Helfer zu finden. Also wie machen die das? Also das stelle ich mir fast unvorstellbar vor. Das ist ja in jedem Verein mittlerweile so ein Thema, ne? Es ist ein sehr großes Thema. Also Helfer zu finden ist in der heutigen Zeit sehr schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil Ehrenamt wird er nicht bezahlt. Es ist ein Feiertag. Jeder will natürlich seinen Feiertag genießen. Wenn er mal frei hat, möchte er nicht auf eine Rennbahn und sich den ganzen Tag hinstellen und sich einsauen lassen, auf Deutsch gesagt, mit Sand und sich einen Sonnenbrand holen und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich schwierig. Aktuell haben wir trotzdem noch eine Mannschaft von knapp 150 Helfern, die rund um das Sandbahnrennen uns zur Verfügung stehen. Weit vor dem Sandbahnrennen und während des Rennens und auch danach sind sie da, um uns quasi dieses Rennen zu ermöglichen. Also es liegt nicht allein an mir, weil ich erster Vorsitzender bin, sondern allein durch unsere Helfer ist es möglich, so eine Riesenveranstaltung überhaupt stemmen zu können, umsetzen zu können. Weil ohne die Helfer kann ich kein Sandbahnrennen machen. Das heißt, allein nur durch den VR-Rat, den es mit 12 Personen gibt, kann ich kein Sandbahnrennen auf die Beine stellen oder so ein großes Event auf die Beine stellen. Welche langfristigen Ziele und Visionen habt ihr denn für das Sandbahnrennen? Ziele und Visionen, dass es weiterhin Bestand hat. Die Auflagen werden doch immer höher und immer mehr. Und wie gesagt, es ist ein sehr gefährlicher Sport. Und wie gesagt, die Sicherheitsauflagen werden immer höher. Und wir müssen auch tatsächlich schauen, dass wir auf die Fahrer auch achten. Und deswegen steht Sicherheit an oberster Stelle und ist für uns auch oberste Priorität. Ohne ein entsprechendes Sicherheitskonzept, auch innerhalb der Bahn, wird kein Fahrer in irgendeiner Form auf die Bahn gelassen. Also es muss tatsächlich eine perfekte Bahn zur Verfügung stehen, damit die Fahrer auch sicher ans Ziel kommen. Noch froh zu der Helfer, weil es mich einfach so interessiert, als Vereinsorganisator von solchen Dingen. Wie wichtig ist dort auch die Unterstützung von anderen Vereinen, jetzt gerade was die ganze Stände außenrum und so anbelangt? Oder machen ihr das alles selber? Tatsächlich nicht. Also die Stände außenrum, das sind ortsansässige Vereine, die quasi die Bewertung durchführen. Das sind 9 Vereine und die bewerten quasi die Zuschauer rund ums Sandbahnrennen, wo wir auch stolz und froh sind, dass die ortsansässigen Vereine da mithelfen. Wie gesagt, wir unterstützen das natürlich auch proaktiv. Wir lassen keine, wie soll ich sagen, Fremden rein, sondern lassen tatsächlich den Vortritt den Herxheimer Vereinen, damit die dadurch auch finanziell sich stützen können und für manche Vereine sogar das Jahresetat, was sie am Sandbahnrennen dann erwirtschaften, was wir auch gut finden und toll finden, wenn sie dadurch ihren Verein dann weiterhin am Leben erhalten können. Doch, ist eine super Sache. Sich gegenseitig zu unterstützen, nachhaltig, Win-Win für alle. Korrekt, genau, das ist auch unser Ziel. Besonders wichtig ist bei allen Vereinen die Jugendarbeit. Ihr habt viele junge Fahrer in euren Reihen.
Welche Rolle spielt der Verein bei der Förderung des Speedway-Sports in der Region für speziell die Junge? Eine sehr große. Also wir haben tatsächlich immer wieder Schnuppertrainings, die wir anbieten für den Jugendsport. Wir haben auch schon sehr viel Jugendliche an den Sport herangeführt. Und ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber wir versuchen auch mit entsprechenden Förderprogrammen, wie zum Beispiel, was wir auch gemacht haben, so einen Speedway-Lehrgang auch für A-Junioren oder B-Junioren anzubieten, was wir auch dieses Jahr wieder gemacht haben. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass sich der ein oder andere Fahrer dann nach Herxheim begibt, obwohl es ein weiter Weg als ist. Also es kommt nicht nur um die Ecke, sondern durchaus ein Stück weit weiter, um sich dann quasi von Instruktoren, also von erfahrenen Langbahn- und Speedway-Fahrern beraten zu lassen, Tipps und Tricks zu holen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das auch fördern und auch anbieten können. Was nicht immer einfach ist. Wie gesagt, wir haben nur ein gewisses Pensum, wo wir anbieten können, auch in Bezug auf die Rennbahn. Wir brauchen da immer ein DRK dazu. Wir brauchen immer die entsprechende Genehmigung und so weiter und so fort. Das ist auch eine Herausforderung. Also nicht nur das Sandbahnrennen, sondern auch die Trainings zu organisieren. Ab welchem Alter geht es los mit dem Fahren und gibt es Voraussetzungen? Also muss ein Fahrzeug vorhanden sein, wenn sich ein Kind dafür interessiert oder ein Jugendlicher? Also sinnvoll wäre es schon, wenn ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Wir haben natürlich in unserem Portfolio für die ganz Kleinen ein kleiner Rasenmäher. Also hört sich tatsächlich so an, beziehungsweise wenn man die Augen zumacht, hört es sich eigentlich an wie so ein Hummelsummen, so ein Blablab, wenn sie dann fahren. Ich meine, für so einen ganz jungen Fahrer, der mit 6 oder 7 Jahren mal das erste Mal auf so ein kleines Motorrad steigt, ist es natürlich eine Herausforderung, und da gleich als Eltern so ein Motorrad zur Verfügung zu stellen, ist natürlich erstmal schwierig, weil es doch sehr ins Geld geht, dieser Sport, auch wenn man es nicht glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Und dann kann es ja auch sein, dass es noch beim 6-Jährigen noch ein Jahr vorbei ist. Ja. Korrekt, genau. Ja. Auch nee, heute habe ich jetzt keine Lust mehr zu fahren. Morgen, nee, auch nicht. Gut, okay, es hat sich erledigt. Deswegen bieten wir dieses Schnuppertraining auch an, dass die Jüngsten erstmal auf unseren Maschinen üben können, mal probieren können, ist es was, ist es nichts. Für etwas Ältere natürlich bietet sich es natürlich dann an, dass sie eine entsprechende Speedway- oder Langbahnmaschine dann haben, wobei die Maschinen tatsächlich nicht günstig zu erwerben sind. Jetzt noch die Frage, hat denn eine Kindermaschine eine Bremse oder auch nicht? Nee, also es ist tatsächlich... Dann muss mal die Profession lernen. Ja. Okay, lernen durch Schmerz. Jetzt. Ah, so schlimm ist es nicht. So schnell fahren sie auch nicht. Was mich ja noch interessiert, es gibt ja auch jetzt... Momentan auch gerade in Automobilherstellung, Produktion, auch dieses immer strengere Vorschriften, was jetzt Elektroantrieb ist ja jetzt momentan extrem am Kummer, also schon seit Jahren eigentlich. Wie ist es eigentlich mit E-Sandbarrennen? Kann man das vielleicht bald, E-Sandbarrennen planen? Ja, zumal ja viele Bahnen auch leider brach liegen, eben weil Speedway mit Abgasen und Lärm verbunden ist. Ne? Also. Ja, aber wir fahren ja Methanol. Das ist ja nicht unbedingt umweltschädlich. Okay. Also von dem her, es ist tatsächlich mit Krach beziehungsweise auch mit Lärm verbunden, das ist schon richtig. Ich meine, für den einen oder anderen Anwohner, der direkt an der St. Christophorusstraße wohnt, ist es natürlich... die Tage während des Sandbahnrennens ein Stück weit schwierig, ruhig auf der Terrasse sitzen zu können, wenn man mit dem Sport gar nichts anfangen kann, das stimmt schon. Aber also ich könnte mich mit dem Thema gar nicht anfreunden, denn Sandbahnrennen, wo bleibt denn da der Spaß? Man hört ja gar nichts also mehr. Also Dreck gibt's, aber Dreck es ist halt leiser. Aber es hört sich dann an wie so ein kleines Bienensummen. So. Das weiß gut, da kann man wieder Sounds draufschalten. Ja. Ne? Oder man hat Soundgeneratoren. Aber dann sind wir wieder beim alten Thema. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Was mich noch interessiert,
ist, klar, ich habe jetzt ein paar Sandbarrennen mitgemacht als Zuschauer und Gast. Ich denke, du hast einige mehr mitgemacht. Was war so in deiner Zeit so das Höhepunkt oder unvergessliche Moment, an den du dich immer zurückerinnern würdest oder den du jetzt nennen kannst als solchen? Den unvergesslichen Moment, ja, kann ich. Es gibt genau eine Situation, die mich quasi geprägt hatten, die für mich ein Highlight war. Und zwar, wie unsere Nationalmannschaft, also die deutsche Nationalmannschaft, auf der Herxheimer Bahn Weltmeister wurde. Also es wurde ein Finale ausgetragen bei uns von der Meisterschaft quasi, also von der Speedway-Langbahnmeisterschaft. Und da haben wir im letzten Lauf, hat uns Frankreich dazu verholfen, entsprechend ja, Weltmeister zu werden. Und das war für mich ein ja, also diese Team-Weltmeisterschaft war es. Mir ist vorhin der Name nicht eingefallen. Und das war für mich das Highlight, wo Deutschland diesen riesen Pokal übergeben bekommen hat. Und das war so ein Gänsehautmoment. Also wenn eine deutsche Mannschaft, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn eine deutsche Mannschaft ja, mit vier Fahrern in Deutschland auf der Herxheimer Bahn Weltmeister wird. Und du bist dabei. Und ich bin dabei. Hm. Und, was für ein Jahr war das? Gute Frage. Ja, die Emotion hat sich eingeprägt, aber ja, nicht genau. Das Jahr. Alles gut. Das war tatsächlich, ja, also ich müsste jetzt lügen. Also ich habe es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Und, aber es war für mich das unvergessliche Erlebnis. Ja, und das war für mich das Highlight. Hört sich gut an, wobei ich es auch spannend finde, Frankreich hat uns geholfen. War das nicht bei der Fußball-WM oder EM gerade andersrum? Ich weiß es gar nicht mehr, aber hey, ich verdränge immer schnell Niederlage von Deutschland. Beim Fußball, genau. Okay. Gut, zum Abschluss braucht immer jedem unserer Gäste und Gästinnen stellen. Und zwar, was ist dein Lieblingsplatz bei uns in der Südpfalz? Und warum? Boah, jetzt stell dir mir eine Frage. Neben dem Waldstadion natürlich. Gut, das hätte ich jetzt nicht sagen. Nein, das lassen wir außer vor. Das wäre es tatsächlich nicht. Also das Waldstadion fällt raus. Weil also für mich ist tatsächlich ein Lieblingsplatz, also ich beschreibe ihn jetzt mal, einen Lieblingsplatz, wo ich auf einer Bank sitze, in den Pfälzer Wald gucken kann, ein Gläschen Wein, den Sonnenuntergang genießen und einfach den Tag Revue passieren zu lassen, so von wegen, schön war's. Das ist für mich mein Lieblingsplatz oder so suggeriere ich mein Lieblingsplatz. Wenn wir jetzt noch einen richtigen Platz hätten, damit wir unseren virtuellen Pin hinmachen könnten, wäre ein Traum. Das wäre dann die Karl-Mit. Okay, klein oder groß? Die kleine. Okay, ja, das also. Schnellschuss, mag ich. Dann pinnen wir den Lieblingsplatz, eine Bank auf der kleinen Kalmit an unsere virtuelle Pinnwand. Ping! Wir wünschen dir und dem MSVH allgemein für euer Engagement im Motorradsport viel Erfolg. Für das Sandbahnrennen im Speziellen viele spannende Rennen, gute Stimmung bei allen Besuchern, Zeit für alle Helfer, um das auch mal genießen zu können und vor allem Sonnenschein pur in der Rennwoche. Danke für die Einblicke, die du uns heute gewährt hast. Danke auch an euch, dass ich da sein durfte und ja, habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Ich habe mich auch gefreut und bei mir daheim ist immer noch ein Kuli, wo drauf steht, Gatris sagt Tschüss. Das mache ich jetzt auch. Ciao, ciao.